Ja, die Ampel wirft ihre Schatten voraus. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Immer dann, wenn irgendetwas Parkplätze wegnimmt, dann nimmt die CDU und die FDP verzweifelt diese sentimentalen Bilder, die alte Oma, die nicht sagen kann, der Mensch, der Pflegedienst, der so viel Gutes tut. Ja, Pflegedienste müssen wir besser behandeln, wir müssen das besser regeln. Es wurde schon gesagt, auch die Dissidenten sind da sehr dafür. Aber das hat alles mit dem Wesen dieses Antrags nichts zu tun. Herr Wirz hat schon gesagt, der erste Punkt in diesem Antrag steht, dass für jeden Parkplatz, der durch irgendeine Radinfrastrukturmaßnahme wegfällt, in unmittelbarer Nähe ein neuer geschaffen werden muss. Ja, also meistens ist dann da auch kein Platz. Also man sollte dann irgendwie eine gewahrte Fläche kaufen oder was, so einen Parkplatz bauen. Das Geld ist gar nicht dafür da. Das ist einfach unrealistisch. Und wenn das nicht geht, dann soll der Bauausschuss entscheiden. Der Bauausschuss, da steht es 8-8. So, in den meisten Fällen und in diesen Fällen auch. So, das heißt, der Bauausschuss wird zumindest mal in den nächsten 3 Jahren niemals irgendeinen Parkplatz wegnehmen. So, das heißt aber natürlich, dass wenn wir etwas beschlossen haben, wie das Radverkehrskonzept, was dankenswerterweise durch Herrn Engel die CDU ganz blumig in ihrem Wahlprogramm hat, ja, dass das wurde beschlossen vom Stadtrat. Die Verwaltung hat geplant und geplant und geplant und hat sich schöne Radschnellwege ausgedacht. Und dann kommen da 2 oder 3 oder 4 Stellen, wo ein Parkplatz wegfällt. So, und dann kommt der Bauausschuss im Jahr 2022 und sagt, nein, das wollen wir nicht. Dann können Sie doch das ganze Projekt vergessen. Ja, Sie können doch nicht den Radverkehr auf eine Straße ziehen, viele, und dann 1, 2, 3 Gefahrenpunkte dort lassen. Ja, also dieser Antrag, der ist nicht absurd. Dieser Antrag ist böse. Dieser Antrag ist so böse, der ist noch böser als Herr Zastrows Meisterleistung mit der Albertstraße und dem Zellischen Weg. Ja, das war ja eine Meisterleistung, die er da abgezogen hat. Ja, es hat ja auch lang genug gedauert, das wieder zurückzudrehen. Aber diese Meisterleistung, dass die CDU daraus nicht lernt, ja, die Menschen, die einen Parkplatz vermissen, die werden sich doch in einem halben Jahr oder einem Jahr nicht daran erinnern, dass die CDU mal diesen Antrag hat. Wenn dieser Antrag aber heute durchgeht, deswegen, ich verstehe den politisch nicht, wenn dieser Antrag heute durchgeht, dann wird sich die ganze Fahrradbubble, ja, die ganzen Fahrradfahrer, alle möglichen Verbände, jeder wird jedes Mal wieder sagen, ja, damals im Oktober 21, damals hat die CDU diesen Antrag durchgebracht, deswegen können wir hier den Radweg nicht bauen. Halleluja, Dankeschön. So, und Sie müssen doch irgendwann mal auch mal politisch nachdenken. Was hat denn die Neustadt hier im Stadtrat CDU-frei gemacht? Das war genau der Zellische Weg und das war genau die Albertstraße. Der Zastrow da oben, da hat es natürlich gepusht, aber Sie haben geblutet dafür. So, und jetzt kommen wir 2 Jahre später mit quasi einem gleichen oder noch schlimmeren Antrag. Also ich verstehe es wirklich nicht. Herr Böhm, ich mag Sie wirklich sehr, ich verstehe aber diesen Antrag wirklich nicht. Und ich kann nur hoffen, ich kann nur bitten, dass er heute hier abgelehnt wird. Und ansonsten werden Sie zyklisch, Herr Zastrow hat geredet von den... Ja, Sie sind im Stadtbezirksbeirat Neustadt, wenn Sie dann da sind. Aber ja, müssen dann mit Ihrem SUV... Gut. Herr Zastrow, Sie sagen, es gibt die alten Leute. Sie sagen, es gibt die Pflegedienste. Deswegen müssen wir Parkplätze erhalten. Dieser Parkplatz, ich sage aber nicht, wir fordern Parkplätze für Pflegedienste oder wir fordern Parkplätze für Alte. Sie sagen, wir fordern Parkplätze. Das heißt also, 99% der Autos, die da draufstehen, sind irgendwelche SUVs, mit denen Sie da durch die Gegend fahren und sich dann dahinstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Antrag ist böse. Und ich habe wirklich Hoffnung, dass er heute nicht angenommen wird.